Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Yonder, der Cloudcatcher Chronicles. So, ich glaube, ich habe da drüben ein paar... Was? Ich glaube, ich habe da drüben ein paar Sämlinge vergessen. Also ein paar Stellen vergessen, wo ich Bäume anpflanzen kann. Ja, hier genau. Die will ich noch schnell machen. Und dann schauen wir uns weiter um. So, zack, 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 zack. Einmal... Zweimal. Ich glaube, da waren nur zwei. Acht sind hier noch übrig. Okay. Zack, das nehmen wir auch mit. Gut. Dann können wir theoretisch gleich mal hier hochlaufen, weil den Weg darüber kennen wir eh schon. Zack. Tap, 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 tap. Hier haben wir noch eins zum Einpflanzen. Da drüben ist noch was. Zack. Hier herüben hätten wir Ton, den brauchen wir auch. Ah ja, natürlich. Habe ich ja keinen Platz mehr, wie immer. Wie konnte ich das denn bitte vergessen? Ich glaube, das müsste jetzt gehen. Zack, zack, perfekt. Zack. Katze ist hier keine. Ja, genau. Hier und hier, das wollte ich noch mitnehmen. So. So. Okidoki. Dann schauen wir noch ein Stück darüber. Ob es da noch was zum Anpflanzen gibt. Servus, Herr Hundsbär. Ich glaube, wir sind da eh gelaufen, ne? Ja. Dann können wir da drüben weiter. Da oben ist noch was. Ich habe gewusst, ich übersehe was. Oder? Nein, habe ich angepflanzt. Passt. Hat es nur von der Weite so ausgeschaut. Alles gut. Alles fein. So. Quick, quick. Oh, was haben wir denn hier? Etwa einen neuen Platz für einen Bauernhof? Du kannst Zitterhof bauen. Ja, sofort. Bitte gern. Ja, gerne. Neuer Punkt für unseren Reiseknoten. Supi. Sehr, sehr gut. Und die ganzen Pinguine, ihr seid so niedlich. So. Fisch. Das hätten wir auch. So. Ja, gleichfalls. So. Das hätten wir auch. Da drüben können wir noch was anpflanzen. Und jetzt wird es Zeit, dass ich mal das mit der Quest hier schaffe, oder? Fünf sind noch übrig. Warte, ich klupsch mal schnell da hoch. Ob ich hier auch was übersehen habe. Ton nehmen wir mal mit. Ja, Zwitscher, Zwitscher. Zwitscher, Zwitscher, Zwitscher. So, den Ton haben wir. Noch kurz hier raufklupschen, aber ich glaube, da waren wir eh einigermaßen brav. Schaut zumindest nicht so schlecht aus. Gut. Schaut sogar ganz gut aus. Ja. Da waren wir schon. Wenn im Schneegebiet eine Palme wächst, wissen wir, das muss von uns stammen. So. Na gut, na gut. Also abermals zum Questgeber, also zum Quest NPC da zu kommen. Das wäre schön. Ich hoffe, ich kriege das jetzt auch mal hin. Hoi, Deka! So. Ah, hier haben wir noch was zum Einpflanzen. Zack.
bisschen herumklubschen. Da oben wäre noch was Potenzielles, eventuell zum Einpflanzen. Aha, immer was zum Zerdeppern. Dumm. Zack. Erz. Mehr nicht, nur Erz. Dann nehmen wir es halt mit, wenn es geht. Sehr gut. So. Hier ist irgendwie nichts mehr. Das können wir... Ah, hier. Ich sehe schon was. Da können wir was einpflanzen. Zack. Drei sind noch übrig. Das wäre schön, wenn wir die finden würden. Ah, hier vorne hätte ich einen. Hier hätten wir einen. Zack. Dann wird das mal gewesen sein, ne? Zwei sind noch übrig. Das würde mich sehr wundern, wenn wir die anfinden würden. Ah, davon ist Düsternis. Die muss ich auch noch bekämpfen. Zack. Nanu, geht nichts. Jetzt aber. Jetzt aber. Drrr. Die Düsternis machen wir platt. Da ist eine Katze drin. Die müssen wir platt machen. 10 brauchen wir. Wir haben genug. Deshalb ging es damals nicht. So viele Geister hatte ich noch nicht, als wir das erste Mal da waren. Tada! Jo! Du hast es dir aber da ein schönes Unterschlüpfchen gesucht, ne? Aber ich glaube, bei mir fühlst du dich wohler. Komm mal mit. Ja, da rollt sie sich. Um Gottes Willen. Oh Gott. Ja, du kommst schon mit. Ist schon gut. Du hast uns überredet. Halt. Achso. Ich dachte, da wäre was gewesen. So, das wär's hier, ne? Dann gehen wir weiter. Hüpf, hüpf, hüpf. Dass über eine, also dass für eine Eisfläche überhaupt Pflanzen wachsen können, ist auch schon erstaunlich irgendwie. Was haben wir denn da? Shampoo. Das, was ist das? Ein Pinguin. Ich dachte, wäre jetzt nochmal eine Katze. Nee, nee. So. Ein weiterer Versuch, zum Questgeber zu gelangen. Auf jeden Fall haben wir hier nochmal eine Düsternis. Die möchte ich auch gleich besiegen. Aha, mit Quest. Okay. Ups. Dann machen wir die mal platt. Da brauchen wir nur 4. Tada! Was haben wir denn da? Eine Brücke, nehme ich mal an, muss hier gebaut werden. Hm? Ein guter Platz für eine Steinbrücke. Zitterebene, Steinbrücke, ja. Säulen hätten wir schon genug. Bögen brauchen wir noch einen Haufen und Steine. Ja. Sehr, sehr schön. So. Zack. So, ich glaube. Oh, was haben wir denn da? Ein Dorf. Boah, ha? Das schaut toll aus. Da schauen wir gleich mal hin. Ich glaube, das ist auch unser Questziel. Aber zuvor sammeln wir noch die Blätter ein. Shoya. Da oben habe ich was angepflanzt. Nein. Aber jetzt. Es fehlt nur noch eines. Ein einziger Platz würde fehlen. Vielleicht ist er ja im Dorf. So. Da wäre wieder so eine komische Statue. Und hier geht's rein.
Tap, 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 tap. Hallo? Inglinock. Das Dorf haben wir schon mal gefunden. Halli, hallo, Hallöchen. Okay, da gibt es einige Quests. Wen haben wir denn hier? Adler Wexton, da haben wir schon. Servus, Opi. Na, wie geht's? Oh, ich höre, du suchst den Weg nach Arcadia. Seltsam. Arcadia ist ein besonderer Ort für Geisterseher. Dorthin ist schon sehr lange niemand mehr gereist. Ich habe Geschichten gehört über einen Reisenden, der mit Geistern spricht. Ist das etwa du? Allerdings hätte ich gedacht, du wärst ein wenig älter. Somit interessierst du mich gar nicht, weil ich wollte mit dir ein Bandschel machen. Aber so nee, geht das gar nicht. Wenn du willst, wenn du wirklich ein Geisterseher bist, stelle dieses Spezialgetränk her und bringe es zur Säule vor unserem Dorf. Gieße ganz vorsichtig das Feuerwasser in die Säule, dann folge den Flammen. Sie werden dich nach Arcadia führen. Und achte auf deine Augenbrauen. Es dauert ewig, bis wieder welche nachwachsen. Genau. Das erklärt so einiges. Wir haben ja wahrscheinlich den Eingang schon unabsichtlich gefunden. Das ist eine komische Dürdel mit diesen zwei Säulen. Ja, was möchtest du? Kuh der Farbenfrohe. Aha. Ja. Hallo Wanderer, weißt du, wenn du vor dir hast, du sprichst mit dem ehrenwerten Kuh der Farbenfrohe, Meister der Feuerwerke und schillernden Farben und Anführer der Brauergilde. Na Gott sei Dank, haben wir schon eine Brauergilde. Ja. Kuh der Farbenfrohe sieht dir an, dass du der Brauergilde beitreten willst. Sag nichts, ich sehe es in deinem Blick. Eine Reise beginnt in... Eine Reise beginnt ist einfach. Eine Reise beenden nicht so sehr. Bringen wir zunächst 4-mal Seliumblumen und 4 Blaubeeren. Kuh, der Farbenfrohe ist fertig. Ja, das haben wir sogar dabei. Kuh, der Farbenfrohe sieht deinem Gesicht an, dass du alles hast. Nimm nun diesen Tontopf und Rezepte für Farbstoff Blau und Brauerset. Komm zurück, wenn du Farbstoff Blau gemacht hast. Okay, dann gucken wir mal. Brauen. Ich habe immer gedacht, das Brauen betrifft jetzt rein nur auf alkoholisches Dings. Aber ich denke mal, Brauen wird so eine Art Alchemie sein hier, fürchte ich. Oder denke ich. Okay, dann bauen wir das mal. So, Farbstoff ist fertig. Kuh der Farbenfrohe sagt, du bist noch nicht fertig. Ah, der will mehr haben. Ich dachte nur einmal. Ah, zweimal will das haben. Okay. Oh, ich hätte zweimal, wenn der das möchte. Ich glaube, ich bin jetzt zufrieden. Nimm dieses Rezept für ein blaues Feuer. Viel Spaß. Komm zurück, wenn du das Feuerwerk gezündet hast. Zu einem Feuerwerkskörper Bastler sagt man Brauer? Echt? Ja. Oh, erlebe die Wunder der Brauergilde. Bring Farbe in dein Leben. Ha, ha, ha. So, jetzt sind wir für 1000. Also müssen wir Ware für um 1000, ich weiß schon, herstellen einfach. Da. Also. Brauerset braucht ihr dafür. Da haben wir schon wieder Steine. Haarfarben können wir da jetzt auch herstellen, wie ich gesehen habe. Okay. Vielleicht wechsle ich auch mal meine Haarfarbe. Okay, dann gucken wir mal kurz. Da hätten wir einen Händler. Ja, wobei so ein Händler gar nicht so schlecht wäre. Sprich mit Violetti. Hallo Violetti, warum nahm die Bumpex eine Leiter zur Schule? Es gab keinen Bus. Also du, ja, ich habe nichts bestellt. Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Ich schaue mir nur immer die Rufzeichen an, denke immer, da braucht jemand was. Dabei bist du ein Fake-Typi. So, wer bist denn du, Frau mit blauen Haar? Ist dich etwas zu leicht, etwas zu dünn angezogen für diese Kälte hier? Oh. Katie. Hey, du Reisender. Bist du nicht von hier? Vielleicht kannst du mir helfen. Ich brauche so dringend einen Bart.
Ich weiß, das klingt ein wenig ungewöhnlich. Alle im Dorf denken, ich werde blemblem. Nee, ich bin selber Frauenbartträgerin, leidenschaftlich und schau, wie schön meiner gepflegt ist. Es ist auch ganz schön Arbeit, muss man sagen. Weißt du, Buhn der Schöne hat den prächtigsten Bart, den du je gesehen hast. Ich will unbedingt auch einen Bart. Und ich weiß, wie ich einen bekommen kann. Die Nachbarin der Cousine von Markis Freundin hat gesagt, Geisterfisch-Eintopf lässt Bärte wachsen. Der Eintopf wird mit Geisterfischen gemacht, die man um Mitternacht in Süßwasserseen und Flüssen fangen kann. Nein, man isst ihn nicht. Man trägt ihn auf, wo der Bart wachsen soll. Das ist so cool. Ich würde ja selbst einen fangen, aber Seen und Flüsse machen mir Angst. Alles, was mehr Wasser enthält als eine Badewanne, macht mir Angst. Hier, das ist Rezept für Geisterfisch-Eintopf. Kannst du behalten. Und bitte bring mir einen Eintopf nachts. Wie der Fisch ist auch der Eintopf nachts am kräftigsten. Aha. Das fällt dann unter Kochen, nehme ich mal stark an. Fish and Chips, Pommes, Pizza. Nein. Fällt es mir? Warte, da war was. Geisterfisch ein Topf. Mir fällt ein Geisterfisch. Nee, was du nicht sagst. Okay, was haben wir hier drin? Ah, so. Da ist wieder der stylische Typ, ne? Hallo. Meeresshampoo, ob es da ein schönes Blau gibt? Oh mein Gott, Katzenohren. 50 alte Münzen. Oh Mann, ey. Abenteurermantel, der schaut aber auch schön aus. Abenteurerhose, Hammerfell, Hammerhose. Der schaut echt schön aus, den hätte ich gern. 34 habe ich nur. Ich glaube, ich gönne mir das. Runde Zöpfe habe ich, die Frisur nicht schon? Die hätte ich so gern, die Katzenohren, die schauen so toll aus. Kreisrunder Bart. Ein Schnäuzer wird mir aber, ein Kaiserschnurrbart wird mir auch gut stehen. Der wird auch gut zu dem Outfit passen, das nehme ich auch mit. Ich kaufe das mal. Ja, bitte. Ach komm. Ich habe keinen Platz mehr im Rucksack. Ich habe bei meinem Bauernhof was ausmisten sollen, ich Depp. Kann ich das hier aufschlagen? Nein, ich kann anderswertig rein, ne? Darüber, darüber und so, glaube ich, ne? Ja. Da ist nämlich ein Geisti. Hallo. Ah, oh, Velo. Das flimmernde Licht ist warm und hell. Aber mit dir will ich reisen, Verfolger vom Geist. Danke. Vellum. Hier sind nur noch zwei Geister. Okay. Was haben wir denn da? Lieferungen. Nein, ich will nichts abbrechen. Ich will alles schön brav machen. Okay. Sind da hinten Katzen versteckt? Nein, aber mal eine Truhe, die ich... Oh doch, ich darf sie aufmachen. Oh, drei alte Münzen. Das ist super. Ich habe hier keinen Platz im Rucksack. Das ist echt doof. Ich könnte mal versuchen, was zu verkaufen, oder? Im Rucksack. Gibt es etwas, das ich zuhauf besitze? Futter, dir tatsächlich. Futter besitze ich zuhauf. Da kann ich ohne weiteres welches hergeben. Bedenkenlos kann ich das sogar machen. 250. Habe ich noch irgendwas doppelt und dreifach? Farbstoff will ich noch behalten. Was war das? Spinnrad. Das kostet einiges. Will ich auch noch behalten. Kleber.
Besser wird's gerade nicht, ne? Hier eventuell Bleierz. Habe ich da noch ein zweites? Ja, mit 22. Da könnte ich ein bisschen Bleierz loswerden. Ja. 1000 haben wir jetzt schon. Wow, das Eisenerz. Habe ich hier auch nochmal. Könnte ich auch loswerden. So. Gold. Wie schaut es mit Gold aus? Da habe ich nicht so viel, ne? Das ist ja auch was Selteneres. 9 Stück Gold. Na, ich glaube, das können wir so lassen. So, und was kaufe ich jetzt ein? Wiesenglocken. Wiesenglockensamen. Die habe ich noch nicht, oder? Die habe ich noch nicht auf meinem Bauernhof. Auch noch nicht. Aber die will ich noch nicht kaufen. Aber geheimnisvollen Samen, den nehme ich schon mal mit. Goal-Samen. Bobombo-Samen. Korallenblüten. Ach du heilige, Maiblatt-Samen. Ja. Das sollte ich mir merken, glaube ich. So, was ist denn schön wert? Kräuter ist was wert. Die Butter ist was wert. Der Käse ist was wert. Dann nehmen wir auch gleich das Öl mit. Ich würde auch sagen, den Mörtel nehmen wir mit. Auf alle Fälle Krimskrams. Den Ton nehmen wir mit. Was haben wir hier? Kohle nehmen wir auch mit. Seide nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Wie viel haben wir schon? 1015. Oder kann ich alles einkaufen, wenn es so weitergeht. Was ist das für ein Samen? Ah, das ist der Samen. Ich fürchte, da kann ich einmal das hier wegtun. So, 1000 ist besser so. Handeln? Ja, bitte. Jetzt müsste ich wieder im Rucksack ein bisschen Platz haben. Hoppala, das war verkehrt. Ja, ein paar Plätze habe ich frei. Jetzt kann ich mir das kaufen. Bei dem einen Typi da, das stylistische, diese Abenteuerkleidung, ne, das kann ich jetzt kaufen mit dem Kaiserbart. Weil ich möchte mal gerne den Part weg, den Bart wechseln. So. Also nochmal, die hätte ich halt auch so gerne. Das ist auch schön. Also, auf jeden Fall, ich möchte das haben, ich möchte das haben und ich möchte das haben. So. Ja, bitte. Und wenn ich das nächste Mal beim Bauernhof bin, dann werde ich das rausschmeißen. So schaut's aus. Also, wo ist denn das Zeug jetzt? Als erstes einmal den schönen Bart. Ja, das schaut super aus. Ich sag ja, runde Zöpfe habe ich ja schon. Habe ich ja gewusst. Ja, das habe ich leider doppelt bekommen. Ich hätte das andere vielleicht sammeln sollen, hätte ich das einmalig, hätte ich beides auf, zum, also beides auf einmal bekommen, so wollte ich sagen. Da. Hier und hier. Sehr gut. Der Hut passt aber auch super dazu. Wo habe ich den denn? Hut? Ah, das ist ja der. Hut mit breiter Krempe. Der passt super farblich dazu. Ja, das gefällt mir. Ja. Mhm, das gefällt mir. Lalalala. Ich hätte aber können auch meine Frisur mal ändern eigentlich. Aber das mit den Zöpfen schaut so gar nicht so schlecht aus. Ich habe aber nur die Frisur sonst, ne? Na, da behalten wir die. Ja, genau. Das passt schon so. Gut. Haben wir jetzt Mitternacht? Es müsste ziemlich mitternachtig sein, oder? Ich probiere mal einen Fisch zu fangen. Ob das eventuell schon dieser Mitternachtsfisch sein könnte. La 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 la. Fischi Fisch. Jawohl. Boah. Ihr hättet nur einen brauchen. Wow. Oh.
Jawohl. Und wir haben einen Nagelfisch. Nix Mitternacht. Fast. Nicht richtig. Und nochmal. Zack. Fischi Fisch. Wo ist Fischi Fisch? Ein kleines Fischi. Schauen wir mal, ob der das ist. Könnte auch sein, dass es entweder schon nach Mitternacht ist oder davor. Da haben wir einen Tippfisch. Ich glaube, ich bin zu spät. Geisterfisch, so sage ich. Mitternachtfisch. Ich bin auch ein Mitternachtfisch. Geisterfisch. So. Da ist ein kleiner. Ich will warten, ob es vielleicht eine andere Größe noch gibt. Ich habe keine Ahnung, wie groß so ein Geisterfisch ist. Ist ja wurscht. Fischen halt irgendwas. Wieder ein Tippfisch, ne? Ja. Ja, ich glaube, es wird hell, ne? Ja, da bin ich, glaube ich, zu spät. Da bin ich zu spät dran. Komm, Fischi. Schnapp. Jawohl. Das wird wieder so ein Nagelfisch sein, wahrscheinlich. Wow. Und? Bronze-Glücksfisch. Aha. Servus. Bronze-Glücksfisch. Ein gewöhnlicher Salzwasserfisch, der bronzen glänzt, bringt angeblich Glück. Ah ja, natürlich, das hier ist ja ein Meer. Wo finde ich diesen Mitternachtsfisch? In einem Teich oder Fluss. Ein Meer ist kein Teich oder Fluss. Nee, nee. Da kann ich auch fischen? Wenn da jetzt ein Fisch raus, also wirklich erscheint. Dann fange ich's Glauben an, tatsächlich. Ja, okay. Jetzt habe ich alles gesehen. Tippfisch, ja, ist klar. Jetzt muss ich halt aufs nächste Mal Mitternacht warten, dann könnte ich hier gleich fischen. Es gibt Sachen, das glaubt man nicht. Alter Stiefel, den habe ich schon immer gebraucht. Alter Stiefel, den habe ich immer schon gebraucht. So. Öl machen wir einmal. Konstrukteur. Ja, mir fehlen natürlich Steine, Haufen. So, ich wollte nämlich nur Platz machen. Für den Fall, aber ich glaube, es ist eh schon hell, oder? Na, nicht einmal. Ich könnte noch Glück haben. Fällt das jetzt unter Fluss oder Teich? Ich bin mir da nicht so sicher, ehrlich gesagt. Warten, das ist sicher auch wieder so ein Tippfisch. Hm, da ist mein größer. Oh, aufpassen. Ich will bitte nur den großen haben. Nein, der kleine kommt schon ganz gefährlich nah. Oh Mann, ey. Ich glaube, ich habe ihn. Ich hoffe, ich habe ihn. Den großen halt, ne? Alter, alter, alter. Gleich haben wir. Jawohl. Spitzenfisch. Nicht das, was ich wollte. So, dann wieder ein Tippfisch.
Gott. Ganz viele Tippfische, glaube ich. Ja, da oben wäre aber schön groß. Jawohl. Vielleicht habe ich Glück. Dann müssen wir den Part auch beenden. Dann höre ich auch auf mit den Fischen. Glaube ich. Spitzenfische wieder. Ja, es ist ja hell. Somit werden wir da nichts mehr reißen. Okay, ihr Lieben. Das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wer ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.